ich feiere ja dieses Jahr das Jubiläum, 30 Jahre Übergewicht. Weil eigentlich oder, bin ich ja sehr schlank. Aber man sieht es wegen dem blöden Fett nicht. Weil ich habe sowieso letztens in einem Museum habe ich so ein Skelett gesehen. Da dachte ich, aha, es kommt nur das Fett in den Himmel. Darum muss ich sagen, wenn ich mit meinen Hosengurt anschaue, oder, der hat schon etwas von einem Äquator. Wir machen jetzt aber so fast eine Woche im Tessin mit Vollpension. Wichtig ist übrigens, wenn man sein Gewicht ein bisschen unter Kontrolle hat, dass man einfach das Gewicht kontrolliert. Ständig. Das mache ich auch. Ich stehe jeden Tag auf die Waage. Ich nehme es allerdings ganz genau. Ich habe zwei Wogen. Und ich stehe dann mit dem linken auf die eine und mit dem rechten auf die andere. Seither bin ich innermagersüchtig.